Und hier bin ich wieder bei Schwarz. Der dritte Anlaufversuch, nachdem ich zweimal richtig gefailt habe, das aufzunehmen. Einmal habe ich versehentlich die Schließen-Taste gedrückt, als ich versuchen wollte, den Trainerpass zu schließen. Naja. Und ja, im letzten Part habe ich einen Nagelotz gefangen. Aber es gibt hier noch einen Pokémon auf dieser Route, das wir noch fangen müssen. So, aber erstmal besiegen wir dieses Nagelotz, indem wir EP bekommen. Oder ja, weil wir da EP bekommen, sagen wir es so. Ich bin ja einer, der sich gerne Zeit in den Spielen lässt, deswegen kann dieses Play dauern. Jetzt müssen wir aufpassen, denn das Nagelotz hat zweimal Silberblick eingesetzt oder einmal, ich hab's nicht genau gemerkt. Ah, 4 KP, das ist schlecht. Zack und down. Reicht's zum Level Up? Yeah, es reicht zum Level Up. Und neue Attacke. Rankenhieb, längster Rankenhieb. Ja! Sehr schön. Gut. Was hatte man uns gesagt? Wenn unsere Pokémon beschädigt sind, sollten wir zurückgehen. Okay, dann werden wir das auch tun. Da, 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 da. Ach, die Musik ist geil. Aber die ist auch nicht schlecht. Also, die Musik von dieser Edition hat was. So, ist es unser richtiges Haus? Ich weiß nicht, wo mein Haus ist. Ja, im Zentrum von Gavina. Aventia. Puh, ich unterbreche den Hausputz. Ich unterbreche den Hausputz für ein kurzes Päuschen. Du und dein Pokémon-Team solltet euch mal kurz eine Verschnaufpause gönnen. Denn ein guter Trainer achtet stets auf das Wohl seiner Pokémon. Ja, genau, heil meine Pokémon. Magische Kräfte. So, jetzt dürftet ihr alle wieder im Vollbesitz eurer Kräfte sein. Nun kann euch nichts mehr aufhalten. Das freut mich. So, verlass mal dieses Haus, dieses Kaff, dieses Ghetto hier, überall Billighäuser. So, und jetzt gehen wir mal wieder auf Route 1 und holen uns das zweite Pokémon, das man hier fangen kann. Aber erst müssen wir es finden, ist klar. Ein bisschen im Gras rumlaufen. Nee, das ist es nicht, aber Erfahrungspunkte für uns, das ist gut. Denn wir brauchen jeden Erfahrungspunkt für die Pokéliga. Wobei die Pokémon-Liga hier nicht besonders schwer ist in dieser Edition. Aber später, nach der Liga, da kann man nochmal gegen die Liga antreten und da werden sie richtig stark. Deswegen ist jeder einzelne Erfahrungspunkt von Anfang an wichtig. Ja. So, Nagelatz ist down, aber ich will das eigentlich nicht darauf beschließen, hier dauernd zu trainieren. Ich will jetzt mal das zweite Pokémon fangen, das man hier sich holen kann. Und hier ist es, ein Yogglev. Soll ich Rankenhieb einsetzen? Ich habe Angst, dass der Rankenhieb das dann killt. Ich versuch's einfach mal. Und? Ja, sehr schön, hat glatt überlebt. Sehr schön. Gut, soll ich einen Tackle riskieren? Nee, ich lass es mal. Ein Ball müsste schon reichen. So, Ball. Und? Eins, zwei, drei, vier, na, vier, oh, verdammt! Ich wollte meinen klassischen Satz wieder sagen. Okay, dann versuche ich es eben nochmal. Wir haben ja genug Bälle. Genug Bälle, 3 Stück nur noch. Okay. Pokéball! Und wenn es wieder nicht geht, dann wechsle ich aus. Eins, zwei, drei, vier, und das Pokémon gehört mir! Yeah! Für Yogglev wird ein neuer Eintrag, ja, schön. Yogglev, Hund, normal. Größe 40 cm, Gewicht 4 Meter. Quatsch. Größe 4 Meter. 40. Ich fange ja mal von vorne an. Yogglev, Hund, normal. Größe 40 cm, Gewicht 4,1 Kilo. Ein kluges Pokémon, das sich zwar tapfer auch starken Gegnern zum Kampf stellt, aber unfaire Begegnungen zu meiden weiß. So. Puh, und ich habe einen Spitznamen, ich nenne es Bello. Na, wo ist Bello? B. E. LLO. Bello. Okay, das hätten wir. Jetzt gehen wir mal wieder nach Norden, in Richtung Norden, sagen wir es so. Hier ist ein Schild, lesen wir es mal. Route 1. Wow, hätte ich nie gedacht. Das gleiche Schild ist 10 Schritte weiter hinten, naja. Und hier ist wieder ein Yogglev. Serpifeu. Da, 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 und down! All die Musik ist so göttlich, die ist so göttlich.
Ich weiß nicht, was viele Leute gegen die fünfte Generation haben. Ich mag sie. Scheiß auf Tradition und den ganzen Quack, Quack, Quack. Es ist geil, das Spiel. Hat's euch mal, es macht Spaß. Also, Kevin, sollen wir vergleichen, wer mehr Pokémon bei sich hat? Ja. Was? Drei Pokémon? Du bist ja unglaublich. Du verschließt mir glatt die Sprache. Dir auch was? Wenn du im Pokédex nachschaust, wird übrigens die Anzahl der bisher getroffenen gefangenen Pokémon überprüft, ja. So, jetzt mache ich mich aber auf den Weg nach Galilien. Denn Professorin Esche wartet bestimmt schon. Der Whistletalk-Haster klingelt. Oh mein Gott. Kevin, nimm den Anruf an. Tag auch, wie geht's? Wie steht's? Ich gehe mal schwer davon aus, dass ihr euch an den Pokémon inzwischen recht gut versteht. Oh, hallo Professor. Ich bin gerade von dem Pokémon Center in Gavina. Kommt schnell, damit ich euch herumführen kann. In Ordnung, da mache ich mich auf den Weg zum Pokécenter. Ja, machen wir uns auf den Weg zum Pokécenter, so ist es richtig. Sehr schön, bis gleich. Ihr habt sie gehört, Freunde. Ich werde schon einmal vorgehen. Fuck, das war jetzt Sharon. Also dann nochmal. Ihr habt sie schon mal. Ach egal. Falsche Stimme. Gut, wir sind auf jeden Fall in Gavina. Erkunden wir erstmal die Stadt. Ui, hier geht's nach unten. So. Na, was bist du? Nanu! Du und dein Pokémon-Team? Ist es ein Mann oder eine Frau? Ich gehe mal davon aus, dass es eine Frau. Und dein Pokémon-Team, ihr seid euch irgendwie sehr ähnlich. Diesen Eindruck habe ich zumindest. Da hast du einen richtigen Eindruck. So, gehen wir nach oben. Da, 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 da. Und was ist das für ein Gebäude? Und hier steht die Professorin. Juhu. Sprechen wir sie mal an. Hallo, Kevin. Mit Pokémon unterwegs zu sein, ist die Freude eines jeden Trainers. Folge mir bitte, ich zeige dir nun, wie die wichtigste Einrichtung für Trainer ist. Da, 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 da. So, hier sind wir im Pokécenter. Ja, das Pokémon Center hier. Hier fühlt man sich gleichwohl, oder. Ich führe dich jetzt ein wenig herum. Da, da. Oh mein Gott. Hey, ich komme mit. Das ist das Herzstück eines jeden Pokémon-Center. Ihr werdet eure Pokémon im Nu wieder aufgepäppelt und ihr haltet euch fest. Das kostet alles rein gar nichts, denn das Pokémon-Center ist der beste Verbündete eines jeden Trainers. Probiere es am besten gleich mal aus, Kevin. Nur Mut. Oh man. Hallo, Trainer, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Oh mein Gott, hätte ich nie gedacht. Sollen wir deine Pokémon fit machen? Nein, dafür bin ich nicht hier. Sorry, verpiss dich. Hoffentlich kommst du bald wieder. Ah, okay, wir müssen es machen, weil sonst kommen wir hier nicht weg. Wie zwei Wachen stehen sie so nebendran wie so zwei Polizisten, die einen Gefangenen aus der Zelle holen. So, so, hier sind meine Pokémon, Bitch. Vielen Dank, dein Pokémon-Team ist wieder fit. Juhu, ich freue mich. Hoffentlich kommst du bald wieder. Oh mein Gott. Okay, dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Dann erkläre ich dir als nächstes den PC im Pokémon-Center. Das ist der PC. Jeder Trainer kann ihn benutzen. Hier könnt ihr eure Pokémon ablegen oder zur Frage den Pokémon wieder in euren Team aufnehmen. Übrigens, wenn ihr 6 Pokémon in euch führt, wird jedes neu gefangene Pokémon automatisch im PC abgelegt. Da seid ihr baff, oder? Und wenn ihr meinen PC anwählt, bewerte ich ihm nur euren Pokédex. Professorin Esche, auf dem Bildschirm steht jemandes PC. Wessen PC ist damit gemeint? Das ist eine sehr gute Frage, Bell. Es handelt sich dabei um den PC der Person. Hier das Pokémon-Lagerungssystem. Okay, das war jetzt voll schwule Stimme. Ich tüftel ein bisschen mit dem Stimmen ein bisschen rum, die das Pokémon-Lagerungssystem entwickelt hat. Ihr werdet ihr sicher auch irgendwann einmal begegnen. Also dann weiter geht's. Dies ist der Pokémon-Supermarkt. Hier könnt ihr nützliche Dinge kaufen und solche verkaufen, die ihr nicht mehr benötigt. Und dieser junge Herr wird euch stets mit eurem Lächeln auf den Lippen bedienen. So, damit habe ich euch die notwendigen Grundlagen für Trainer erklärt.
Also ich gehe dann, ich mach mal Pause. Also ich gehe dann zurück nach Aventia. Aber eins müsst ihr noch wissen. Wenn ihr nach euren City kommt, müsst ihr die Wissenschaftlerin Vivian treffen. Sie ist eine alte Freundin von mir, die euch sicherlich bei eurem Abenteuer helfen wird. Also dann macht's gut. Ich hoffe, eure Reise wird ein Erfolg. Endlich, man. Es kommt endlich die Best... Nein! Was soll ich nur kaufen? Am wichtigsten sind natürlich Trainer, Tränke im Pokebälle. Endlich, jetzt sind wir frei. Jetzt werden wir das nicht mehr so schnell wieder vollgequatscht. Hallo Trainer, willkommen im Pokémon Center. Wir haben deine Pokémon und machen sie wieder fit. Sollen wir dein Pokémon-Team heilen? Ja. Ah, warte, wir haben es ja schon gemacht, ne? Ach, egal, Doppeltate, besser. Das ist nur eine Angewohnheit. Immer wenn ich im Pokémon Center bin und nicht weiß, was ich tun soll, heiße immer. Das ist so eine, so eine Automatik, die sich im Laufe meiner Pokémon-Spielkarriere eingebildet hat. Was geht denn nur auf dem Marktplatz vor sich? Keine Ahnung. Dann lass uns mal das schleunigst unter die Lupe nehmen, ja. Deutsch schwer. Ich nix kann in Deutsch. Kevin, komm schnell her! Hört mich an, mein Name lautet Jesus, G und Sis, wie die Thronfolge. Gespräche für Team Plasma. Ich bringe euch die frohe Botschaft von der Befreiung der Pokémon. Wie bitte? Frohe Botschaft? Seit Anbeginn jeder Zeit leben wir Menschen in Eintracht Seite an Seite mit dem Pokémon. Ganz im Sinne eines aufrichtigen Glaubens und Nehmen, ergebens und Nehmens. Zumindest halten die meisten dies für die Wahrheit. Aber ich sage euch, diese Leute irren. Sie bauen Lügengebilde, um der Wirklichkeit nicht in ihr finsteres Antlitz blicken zu müssen. Habt ihr eure vermeintlichen Gewissheiten denn niemals hinterfragt, nie einer ernsthaften Prüfung unterzogen? Boshaftigkeit schlechthin verkörpern jene sogenannten Trainer, welche die Pokémon in ehrwürdiger Knechtschaft halten, sie wie ihre Leibeigenen bis in die späte Nacht hinein schinden und quälen. Sollte jemand unter euch der Ansicht sein, ich spreche nicht die Wahrheit, so erhebe er das Wort oder schweige. Also sowas? Ich weiß nicht. Boah, Jesus killt meine Stimme. Drum hört ihr guten Leute, was ich euch zu sagen habe. Im Gegensatz zu uns Menschen schlummern in den Pokémon gar ungeahnte Kräfte. Es gibt zahllose Dinge, die wir von ihnen lernen können. Und daher besteht kein Zweifel darüber, welche unsere Pflicht als Menschen gegenüber den Pokémon ist, nicht wahr? Soll das heißen, wir sollen sie befreien? Das habt ihr richtig erkannt, ihr guten Leute. Wir Menschen haben die hehre Pflicht, die Pokémon von ihrem schmachvollen Joch zu befreien. Denn nur dann können sie sich an jener köstlichen Gleichheit und Freiheit laben, die ihnen von Geburt an zugesteht. Denkt gut darüber nach, was zu tun ist, damit die Pokémon ernsthaft, wahrhaftig, gleichberechtigt und mit uns leben können. Habt Dank für eure Aufmerksamkeit, ihr guten Leute. Der Friede sei mit euch. Und Formation abbauen. Zzz, 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 bam, boom. Alter, ich find's so geil, wie die ja jetzt gehen. Nehmen die Flaggen mit und dann so zack in die Formation und dann verpissen sie sich, Alter. Sau geil gemacht. Diese Rede eben. Was sollen wir denn jetzt am besten tun? Befreiung der Pokémon. Befreiung der Pokémon. Was für ein Unsinn. Dein Pokémon-Team hat eben zu mir gesprochen. Meine Güte, sprichst du schnell, da wird mir ja ganz schwindelig. Aber ist das denn ernst? Pokémon können doch gar nicht sprechen. Was redest du da für ein wirres Zeug? Doch, sie sprechen zu mir. Aber ich sehe, gehört ihr zu denen, die ihre Stimme nicht hören können. Ihr tut mir wirklich leid. Mein Name ist übrigens N. Ich bin Sharon und das hier ist Kevin. Wir sind hier unterwegs, da wir mit der wichtigen Aufgabe betraut wurden, den Pokédex zu vervollständigen. Doch mein eigentliches Hauptziel ist es, Champion zu werden. Dein Pokédex, sagst du? Ich mach mal Pause. Dafür müsst ihr aber Menge Pokémon mit euren Pokébällen einfangen. Ich bin zwar auch ein Trainer, wie ihr, aber mir kommen stets ernste Zweifel.
ob die Pokémon wirklich mit alledem einverstanden sind. Und was, wer warst du noch gleich? Ach ja, Kevin, stimmt's? Dann lass mich mal hören, was dein Team alles zu sagen hat. Ach, die Musik ist die beste! Da, Philillo! Ich liebe es, gegen N zu battlen. Ach, genieße ich erstmal die Musik. Da, Silberblick. Die Level sind gleich. Das kann, heißt aber allerdings noch nichts, denn unser Serpifeu hat nämlich ein reines Herz im Gegensatz zu dem bösen Philillo von bösen N. So, erstmal die Verteidigung senken. Ich mach's jetzt noch einmal. Ja, er versucht's auszugleichen, indem er Heule einsetzt, aber was soll's? Zack! Und jetzt, Rankenhieb! Ist noch Step drauf auf Rankenhieb, das heißt, es müsste ihn killen, wenn wir Glück haben. Ah, oh, nicht mal annähernd. Mehr, lass mir hören, was dein Pokémon zu dir alles zu sagen hat. Oh Mann, ich hab die Stimme von N irgendwie total blöd gemacht. Ich muss die anders machen. Naja. So, ich greife jetzt weiter bis mit Rankenhieb an, bis dieses Philillo ins Gras beißt. Zack! Wortwörtlich ins Gras beißt. Serpifeuer hält ein Level ab. Ne, sogar noch eins müsste sein. Ich glaube, es ist noch ein Level ab, oder? Oder? Und spannend. Oh, knapp. Es gibt tatsächlich Trainer, die solche Dinge über ihre Pokémon sagen können. Kevin gewinnt 700 Pokédollar. Solange jedoch die Pokémon in winzige Bälle eingesperrt, in winzige Pokébälle eingepfercht werden, ist ihr Dasein doch nur unvollständig. Sowohl in meiner Freunde der Pokémon muss ich unsere Welt von Grund auf verändern. Ich glaube, ich habe die Stimme ganz langsam, mache ich sie beim nächsten Mal. Was für ein seltsamer Kerl. Aber geht nicht einfach so auf. Was weiß ich. Trainer und Pokémon helfen sich stets gegenseitig. Also, ich werde da mal weiterziehen. Ich möchte möglichst schnell gegen den Arenaleiter von Orion City antreten. Du solltest auch versuchen, die einzelnen Arenaleiter herauszufordern. Denn um ein erfolgreicher Trainer zu werden, musst du dich mit den Arenaleitern aller Städte messen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Okay. Erstmal speichern. Speichern wäre eigentlich nicht dumm, ne? So, speichern, zack. Speichervorgang, ich speichere gerade, das seht ihr gerade nicht, ich spule vor, so, zack. So kann man das Speichern überspringen. Und heilen, verwenden wir das einfach mal. Hallo Trainer, ja, Schnauze, du hast mich schon in der Gelben genervt und jetzt nervst du mich auch noch, boah ey. Und in der Saphir und in der Roten hast mich überall genervt mit diesen Hallo Trainer, bla bla bla. Ich geh weg, ich will dich nie wieder sehen, aber ich muss. Okay, erkunden wir erstmal die Stadt. Und zwar vollständig, jeden einzelnen. Ich will dieses Let's Play nämlich 100% machen. Gewiss gibt es viele wilde Pokémon, die einem in hohem Gras angreifen. Aber wenn es gelingt, sie zu verstehen, können sie zu guten Freunden werden. Und hier ist ein Schild. Ich dachte, es wäre ein Dach, aber... ja, sieht irgendwie aus wie ein Dach irgendwie, ne? Gavina. Die Stadt, in der die üppig wachsende Ranke ein Zeichen des Wohlstandes ist. Also gut, das... Ja, wir waren heute im Pulscenter alle anquatschen, bis auf diese Füße. Okay, die müssen wir nicht anquatschen, es sind Verkäufer. Das heißt, es ist nur die hier. Und die da oben müssen wir auch noch ansprechen. Vergiss bitte nicht, deinen Spielstand zu speichern. So kannst du dich ein wenig ausruhen. Ausruhen, wer braucht ausruhen? Ich spiele 20 Stunden am Stück, nee, sogar 6 Stunden mit meiner Roten. Ich bin unertröstlich, aber noch, du kannst noch nicht den Connex-Club nicht betreten. Bis zum nächsten Mal. Ja, das sind so Einrichtungen, kam es seine Pokémon von der Weißen auf die Schwarzen tauschen oder von der Weißen auf der Weißen oder von der Schwarzen auf der Schwarzen. Momentan laufen noch die Vorbereitungen, kommt doch später wieder, aber hier auf dem Emulator funktioniert es glaube ich nicht. Und was ist das? Hier ist ein Globus. Der Bereich steht dir leider noch nicht zur Verfügung. Oh, schade. Also gut, das hätten wir. Das war das Pokémon Center. Gehen wir mal raus. Die Stadt ist irgendwie total leer, muss ich sagen. Aber gut designt.
Ja, den haben wir schon angequatscht. Oder die haben wir schon angequatscht, weiß nicht. Hey du! Kämpfe sind unerlässlich, um seine Pokémon zu trainieren. Das stimmt. Doch wenn die ihr KP senken, solltest du sie schleunigst ins Pokémon-Center bringen. Ja, da hast du völlig recht. Immer kämpfen, kämpfen, kämpfen gegen die Trainer. Das ist immer wichtig. Hallo Trainer, wie viele Pokébälle hast du bei dir? Solltest du nicht genügend besitzen, rate ich dir besser welche im Laden des Pokémon Centers zu kaufen. Ein Pokémon? Ach, wie ich dich beneide. Ich wäre auch gerne ein Pokémon Trainer. Kannst du haben, du kannst meinen Lagelotz haben. Moment. Start. So, zack. Ah, fuck, ihr seht es ja nicht. Okay, dann ist es kein guter Scherz, ne? Okay, lass uns gut sein. Hier, gehen wir mal in den ersten Stock. Ein Kühlschrank, ich hab Hunger. Was gibt's da zu essen? Ist da was im Mülleimer? Der Abfalleimer ist leer. So ist es richtig. Manche behaupten, Konflikte entstanden aufgrund unterschiedlicher Ansichten. Andere wiederum sind der Meinung, dass es gerade jene unterschiedlichen Ansichten sei, die es uns erlauben, unseren Horizont zu erweitern. Ich bin überzeugt, dass an beiden etwas Wahres dran ist. Und was bringt einem dieser Satz in dem Spiel? Null! Wissen Sie in Real Life, naja. Wir haben gerade erst geheiratet, doch ich merke deutlich, dass Männer und Frauen völlig verschieden sind. Bei den Pokémon hingegen habe ich das Gefühl, dass sich Männchen und Weibchen nicht so sehr unterscheiden. Wie habt ihr zwei geheiratet? Achso, dann bist du eine Frau. Siehst aus wie ein Mann, lol. Naja. Gut, die haben wir schon, die drei, ne? Ganz schön großes Gebäude. So. Hier könnte man super eine U-Bahn einbauen, so. Ja, okay, jetzt schwafle ich schon, wie man den Bau der Stadt verändern könnte. Naja, aber schon gut designt die Stadt. Kompliment an die Entwickler. Und das sind zwei Pokébälle, kann man schwer erkennen, aber da hinten sind sie. Da hinten halt. Was für ein wunderbarer Ausblick und erst dieser schöne Klang. Im Nu sind alle Sorgen vergessen. Ich liebe diesen Ort einfach. Oh ja, ich auch. Gut, was ist da für ein Haus? Gehen wir mal in das Haus rein. So, und das ist so eine, die verändert die Musik. Wenn ich auf Ja klicke, also tippe, dann verändert sich die Musik ein bisschen. Moment. Doch nicht. Naja, muss dann... Doch, ein bisschen ändert sich, oder? Jetzt tun wir noch einen Gitarristen dazu. Yeah! Oh Mann, scheiß Team. Yeah, geile Musik! Guru! Ein Chillabell. Nee, Quatsch, Pico Chilla. Da kann man mal Beatbox machen. Lass mich, alten Mann, dir etwas sehr Nützliches verraten. Einverstanden. In deinem Team können sich bis zu 6 Pokémon gleichzeitig befinden. Echt? Nee, echt jetzt. 6 Pokémon, echt, hätte ich nie gedacht. Danke, du hast mir echt weitergeholfen. Auf Route 2 gibt es jede Menge Trainer, die gegeneinander antreten, um ihre Pokémon zu trainieren. Ja, das ist gut, dass sie sowas machen. Das weiß ich doch. Pokémon können nicht mehr als 4 Attacken gleichzeitig merken. Ja, das sind so die grundlegenden Dinger, ne? So, ey, ich will dich anquatschen. Unzählige Pokémon warten nur darauf, dir endlich begegnen zu können. Die Schwachen wie auch die Starken, die Imposanten wie auch die Niedlichen. Du hast ja einen tollen Beutel und was alles hineinpasst. Du solltest dir einen großen Vorrat an Tränken zulegen. Sollte ich, muss ich aber nicht. Ich brauche jetzt keine Tränke momentan, die brauchen wir erst später beim Arenaleiter. Die Pokémon setzen sich stets ein Lebenskräften für uns Menschen ein. Im Gegenzug lassen wir ihnen unsere Zuneigung zuteil werden. Die gegenseitige Achtung ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Okay. Wer an Stärke gewinnt, kommt fortan. Wer vorankommt, gewinnt an Stärke.
Das ist die das großartige an einem Abenteuer. Jedes Pokémon kann gesund und stark werden. Sei es auch noch so schwach. Es braucht nur ausreichend Zuneigung. Das stimmt. Erst muss ich beurteilen, ob es eine weibliche... Ey! Ja, okay, ich gehe mal davon aus, dass es ein männlicher Junge ist. Zu Füßen eines Helden, der erwählt ist, die Welt zu führen, wird ein Pokémon erscheinen, um ihm beizustehen. Dies ist eine Erzählung aus der Einar-Region. Aha. Hey du, bleib stehen! Polizei! Kein Dreck! Diesen Pokéball besitze ich schon sehr lange, also sollte ich ihn dir vielleicht schenken, findest du nicht? Kevin erhält Pokéball, dankeschön. Ohne Pokéball kann man auch keine Pokémon fangen. Und da es verschiedene Pokébälle gibt, musst du lernen, sie richtig einzusetzen, das kann ich doch schon. Hier steht ein Profi für euch. Kommt, lass uns eine Runde Feuer, Pflanze, Wasser spielen. Ja, okay. Ich fange an, auf die Pflanze, fertig, los. Ja, Wasser. Wasser, Feuer. Ja, das ist wie Flick-Flack-Look. Ich setze Wasser ein und, du setzt Wasser ein und ich Feuer. Feuer-Pokémon sind schwach gegenüber Wasser-Pokémon. Also habe ich verloren. Ja, das ist wie Klicker-Kluck. Ist da was im Mülleimer? Mülleimer-Durchsuchung. Okay. Halt, FBI. Versteckt sich ein Verdächtiger unter diesem Stuhl? Nein, okay. In der Pflanze vielleicht? Nein, okay. So, dann gehen wir mal in Richtung Route 2. Hier hätten wir alles... Ah ja, hier seht ihr das Datum. Orion City, sonnig. Route 2, sonnig. Ja, Gavina, sonnig. Toll. Ich mach es mal so episch. Episch, fesselnde Kämpfe und köstliche Speisen. In der Arena von Orion City bekommst du beides aufgetischt. Das sind so Nachrichten, so News. Unser sattgrüner Landschaftsgarten zaubert auch auf deine Lippen ein Lächeln. Direkt neben der Stadt befindet sich die Pokémon-Pension, wo sich zahlreiche Trainer tummeln. Wo die Güter noch frisch von Wind und Wellen angeliefert werden. Der Markt von Marea City. Okay, das hätten wir. 28. Januar 2012. Guten Tag, Trainer. Dies ist ein Tor für alle Reisenden. Denke dran, einen Blick auf unsere Leuchtschriftenanzeigetafel zu werfen. Mache ich echt immer, muss ich sagen. Es freut mich immer wieder, wenn ich die verschiedenen Bekanntmachungen auf der Leuchtschriftanzeigetafel lese. Oh, das längste Wort ever. Gut, und im nächsten Part werden wir in Route 1, 2 gehen. Bis dann, Servus.